Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Face verpiss dich und der Elch schwimmt da rum mit Bolias. Hallöchen. Moin Sie zusammen. Ja, yeah, guck mal, der Elch, der will dein Boot klauen, Alter. Dieser, ey, du frecher Elch, du. Er hat da wirklich angehalten. Warum? Der will einsteigen. Jetzt ist er irgendwie rot markiert worden. Hast du den markiert gerade? Ja, ich töte den jetzt auch. Auf die Range, oh. Never. Shit. Never. Fucking wie? Scrub, Alter. Never, bitte. Warte mal. Never, never ever. Ja. Oh. Ja. Ja, guck mal, wie er schwimmt. La la la. La 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 la. Das passt eigentlich den letzten Part auch ganz gut zusammen. Nein, er ist unsterblich, Mann. Na gut, okay. Das ist der Gott des Waldes. So. Und wir wollen heute Wasserflugzeugboot fliegen fahren. Und willst du fahren? Ja, du hast schon Übung. Ich gucke. Ich werde mir das hinaus das ansehen von hinten. Es kann ja nichts passieren. Wir haben ja Fallschirme. Wir werden uns dann werden dann in der Luft aus dem Flugzeug aussteigen und runtergleiten auf das Boot, das wir die ganze Zeit töten wollen. Das ist der Plan. So. Und dieser Plan, also wenn er jetzt sagt, das ist kein einwandfreier Plan, der hat einfach gar keinen Plan vom Leben. Ja, also wenn er jetzt sagt, Digga, das funktioniert gar nicht, das ist Bullshit. Blödsinn, so, Digga. Bist du bereit? Blödsinn. Ja, Mann, let's go. Okay, ich geb jetzt Gas. Ah. Voll schön, ich kann dir so am Nacken rumlecken, so. Mega nice, Alter. Oh, die heben ab. Ja, doch, wir heben ab. Ja, Alter, hätte ich wie so komm ich denn hoch? Da ist ein Kleiderhaken dran. Ah, so. Das ist schön. Digga. Ah, okay. Boah, das fühlt sich so unangenehm an. Ich muss so kotzen. Oh, holy fucking shit. Digga, what the hell, wirklich. So, wir haben es nicht geschafft, holy. Digga. Ja, krass. Geil, wir fliegen. Geil. Kann ich eigentlich ein Looping machen oder sowas ähnliches? Ich hoffe nicht. Nein, nein, geht nicht. Nein. Dann Salto oder sowas. Ja, ja, das geht bestimmt. Ja? Kannst du nicht irgendwo rollen? Aber warte ich mal. Weiß nicht, ob ich das will. Also, oh mein, oh mein. Oh, oh. Nice. Ja, okay. Oh, macht Spaß. Gott, macht Spaß. Ab. Ja, geil. Wenn man auch bedenkt, dass man hier wirklich überall rumrennen kann in diesem schönen Valley. Schon krass. Oh, da links ist das die Statue da links, die wir zersägt haben. Ja. Krass, ich sehe es gerade leider nicht richtig, weil ich meine... Ja, fuck. Was war das? Das ist ein Funkspruch. Die sollen ruhig sein, ja, die fliegen. Selbst die NPCs wollen uns aufhalten, einer von unserem genialen Plan. Aber das wird sie nicht retten, Junge. Das dunkle Feuer wird sie nicht schützen. Flamme von Udu. Da sind die komischen grünen Teiche. Ich lande vor denen dann, oder wie willst du das haben? Nö, du gehst in die Luft und wir machen dann Fahrzeug verlassen in der Luft und dann gleiten wir da runter, Junge. Yo. Oh, das ist einfach, das ist der Lifestyle. So, wir müssen erstmal gucken, wo sie sind. Die sind jetzt genau da. Ich flieg trotzdem ein bisschen vor. Ja, flieg höher vor allem. Ja, ja, ich wollte noch mal kurz gucken, wo sie sind. So. Ja, da sind sie und jetzt geht's ab. Okay, ja, krass. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bin ich noch richtig? Ich weiß es nicht, probier's mal, ich steig mal aus jetzt. Tschüss! Was, jetzt schon? Oh Gott, Wingsuit! Woo! Okay, ich steig auch aus. Ja, yeah, Mann! Oh, Junge, mit dem Posse ist ein Scheiß. Gleitschirm? Oh, fuck. Ah, nee, ich hätte auch Wingsuit sofort machen können, ne? Ja, hier ist ein nächstes Flugzeug dann. So. Oh, krass, Junge, die sind so nicht prepared, Mann. So nicht prepared für das, was sie erwartet. Alter, krass, das hat echt funktioniert. Nein, es funktioniert nicht! Ich bin tot, Partner wurde entdeckt, ich bin tot. Wieso, konnte ich nicht lenken? Es war der einwandfreie Top-Plan. Wo bist du, Junge? Ich bin richtig tot, entdeckt. Alter. Oh, nee. Ich kann dir jetzt zugucken. Es hat überhaupt nicht geklappt. Ey, es hat einwandfrei bei mir funktioniert. Wo warst du? Ich konnte nicht mal nach rechts oder nach links lenken. Ich habe echt mit D gedrückt und nach rechts geguckt. Und ich kam dann echt langsam... Ganz, ganz langsam konnte ich nach rechts abdrehen. Ja. Alter. Ich meine, gut, wer jetzt nicht damit gerechnet hat, der ist vermutlich neu. Aber es hätte wirklich... Was zum Fick? Naja, wir sind in der Nähe. Ja, in der Nähe von dem Dings. Also von dem... Ach so. Von dem... Ja, gut. Okay. Ja. Ja, okay. Ja, das Ding ist, ich möchte dieses Boot, ne? Das Ding ist, ich möchte wirklich dieses Boot fahren. Wenn alle drei Aufnahmeparts für dieses Boot draufgehen, dann ist das so. Dann ist das so, ja. Dann ist kein Problem. Aber das hätte echt so klappen können. Alter, wir sind es tut mir leid. Links die Zombies. Naja, das hätten wir genauso passieren können, davon abgesehen. Aber unten stand noch ein neues Flugzeug und so. Das hätte so mega geklappt. Wir müssen mal kurz hier ein paar Fahrzeuge rausholen. Ja, das stimmt. Ein paar Eins nämlich. Zack. Da kommt noch eins. Was ist das? Ist das wieder Zivi? Ich weiß nicht. Das sind Zivilisten. Würde ich mal jetzt so sagen. Hallo. Schönen guten Tag. Beschlagnahmen. Ich kann das beschlagnahmen. Geil. Das meinst du, bin ich versichert. Digga. Ich steig jetzt mal bei dir ein.
Ja, Mann. Hat der eine Bierflasche hier drin? Habe ich das gerade richtig gesehen? Zu Recht? Ja, guck mal. Ja, beste Party-Mucke, ja, Alter. Mann. Digga, bester Mann, ne? Wir nehmen jetzt dein Auto, da liegen ein paar Schossen rum. Kannst dich darum kümmern, wenn du Bock hast. So. Tschüss. Okay. Geil, kennt man die Automarke eigentlich? Ne, das ist alles. Ich muss mich auf jeden Fall erstmal mit einer Dose schmeißen. Ja, sehr gut. Hier dampft mal einer ein bisschen, Alter. Frisches Liquid, ihr Pisser. Oh shit, da waren sie wieder bei. Das ist immer die Zivilisten. Ja, weil du mich wieder angeschriftet hast, die zu überfahren. Das ist auch. Junge, was zum Fick? Die sind nicht schnell genug gefahren. Ja, das stimmt. Weg mit denen. So, hier so, rechts, war das. So. Da rechts ist es. So, pass das auf. Dann halten wir hier jetzt an. Ja, dann jetzt runter da. Los geht's. Wenn wir verfolgt, der shit, hier sind auch ein paar Zombies. Wir gehen einfach runter. Ah, ne, shit. Oh, 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 ich bin gleich tot, Alter. Von wo? Schießen hinter uns waren welche, die sind auch down. Okay, shit, wir müssen trotzdem schnell runter, weil das Boot ja fährt, nehme ich an. Boote, Boote, Boote. Boah, fuck. Vorsicht, boah, die haben MGs, ne? Ja, scheiß drauf, Digga, gleich haben wir die MGs. Alter, das sind ja drei. Fucking shit. Hast du sie? Okay, ne, ich schwimme noch. Fuck, Mann. Ich hab gleich kein, Dings mehr. Alter, ja! Meine Granate hat voll getroffen! Alter, Digga! Boom, holy fuck, Crafter wird kein Aim, Junge! Fickt euch, ihr Stricher! Oh, Alter, shit, shit, oh, shit, fuck, shit, fuck, 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 fuck! Oh, oh, Erste Hilfe! Ne, ich hab, das ist mein letztes Erste-Hilfe-Case. Wie sollen wir die hinter kriegen? Uns, hinter uns, hinter uns! Auch noch? Ja. Nein! Scheiße! Shit, jetzt schwimme ich, jetzt kann ich nicht schießen. Was eine Mission, Digga! Ich komm dir gleich zur Hilfe. Ja, ich hab sie, glaube ich. Okay. Die brauchen doch ein Boot oder so, Mann. Ja, scheiße. Wie fahren die denn weiter? Wieso bleiben die nicht stehen und fighten? The fuck? Das ist ihr scheiß Problem. Aber wir haben zumindest einen. Wir haben auch die Fahrzeuge oben. Die können wir noch nutzen, um hinterher zu fahren wenigstens. Ja, das stimmt wohl. Dann kommen wir wenigstens jetzt mal ein bisschen hinterher. Wir haben 1 von 3. Vorne anderthalb Paar zu 1 von 3 Booten. Also das ist schon... Es geht auch schlechter, meine ich. Ist also schon mal eine Leistung. Ist, ja, ist, doch, ja, doch. Ja, für uns ist es echt not fucking bad. So. Ich hol dich so, mal ab. So, ein bisschen Lupine. Das ist nett. Jawohl. So, guck, ich komme hier schön gemütlich komme ich hier hoch. Junge, wir sind hier schon wieder. Fick dich, Bitch. Ich sehe dich leider nicht. Hoch, Alter. Ich bin hinter dir. Hallo. Körper bewegen, ne? Ja, ja, ja. Okay, let's go. Hol mal die Schweine, Alter. Wir fahren jetzt hier. Piss dich, Alter. Drecksack. Wieso dreht mein Auto nach links, Alter? Der Reifenblatt bestimmt. Oh, das kann... Ah, stimmt, ja. Oh, ich kann überhaupt nicht lenken, Alter. Guck dich an. Holy shit, Mann! Geil, war beim Fallschirmblocker auch eben so, Alter. Einfach, warum rennt der denn so lang? Ist ja völlig bescheuert. Oh, da rutscht er bei mir, rutscht er da noch. Ja. Oh, nee. So, wir fahren jetzt mal ein bisschen vor. Auf die Brücke am besten. Er steht safe am linken Straßenrand und rennt dann auf die rechte Seite komplett über die Straße. Ey, wie dumm kann man denn sein? Also, das ist auch irgendwo. Kann es einem wohl nicht mal leid tun. Können wir das Auto nicht einfach in den Fluss schießen, sodass es das Boot zertrümmert, Digga? So. Jetzt haben wir. Okay, jetzt haben wir. Sehr gut. Jetzt haben wir auch High Ground, Digga. Ja, so, das müsste sein. Da bin ich im Visier. So, ja, Assis, ey. Ihr hattet nie eine Chance, wisst ihr? Ihr seid einfach nur miese Keks. So, down. Da hinten kommt noch ein Jetski. Haben wir sie? Wo fährt denn das Boot hin? Ist der nochmal aufgewacht? Nee, jetzt da auch down. Aber wir müssen. Da ist noch einer. So. Down. Haben wir. Jawoll! Ja, easy Game, Mann. Easy Game. Wollen wir uns das sichern, das Boot? Oder das Jetski? Oh. Auf jeden. Hallo! Alter, bleib stehen. Ja, nee, doch. Doch. Nee. Stabil. Okay, cool. Freunde, so erfolgreich waren wir lange nicht. Also schon, aber ne, wie es so ist. Explodiert das jetzt? Ne, alles cool. Wir haben jetzt 3 von 4 Punkten insgesamt von den Widerstandspunkten gekriegt. Ich glaube auch, dass gleich wieder was Krankes passiert. Ich glaube, bei so einem Punkt hatten wir immer eine kranke Vision, Alter. So, Frage ist, können wir die Boote jetzt tatsächlich irgendwie benutzen? Cause I'm not sure. Wir müssen eigentlich... Was? Wir können die Boote nutzen und dann oben zum Yachthafen fahren. Da ist da auch noch eine Quest, oder nicht? Zum Yachthafen? Nebenmissionen sind dort. Haben wir noch eine richtig große Mission? Kannst du ja leider nicht sagen. Wir können auch mal ins Gefängnis zurück erstmal schnell reisen oder so und da gucken, weil da hatte der Marshall ja auch was. Ja, okay, dann... Wenn wir da Main-Quest-mäßig mal schauen wollen. Ich schau mal. Ich
Ich bring dich um, lol. So, Schnellreise. Sehr schön. Ja, das war da, also sehr das gut. Ist ja hier. Junge, also wir können ja jetzt erstmal Beine hochlegen, den Rest des Parts. Das war so professionell. Also haben wir, ey, die Granate allein, was ist mit mir? Was ist eigentlich mit mir, Junge? Ja. Da treffe ich das Boot mit einer Granate. Heilige Scheiße, also. Und wie ich hier manchmal, mit diesem Paraschirm da runtergegleitet bin, Alter. Das war, ey, ja. es war alles, also, hallo, ja, E-Sport ready. So. Ja, E-Sport ready, so. Rein hier in die gute Stube. Da hinten haben wir eine Queste. Und ich denke, das ist bei unserem guten Freund, dem Marshall. Also, sie hat auch schon wieder was. Hast du von dem Junkie gehört, der sich im alten Saloon verkrochen hat? Ja, Bolias. Hallo. Laufen und fester zuschlagen könnte. Ich stehe nicht auf Spritzen, aber im Moment wäre mir jede Hilfe recht. Aha. Okay. Good to know. Die Waffentante hat dir die Tipps, Alter. Heftig. Ja. Hier ist ein Safe. Der ist verschlossen. Es wurde gesagt, wir können mal gucken bei Vorteilspunkte-Kram hier, Alter. Das heißt, wir können das skillen. Ich weiß noch nicht wo. Schweißbrenner. Oh, hier, warte mal. Da ist es doch. Verfügbare Punkte. Schloss knacken. Wo denn? Kostet 6 Stück. Bei dem Messer, was in den Boden gerammt wird, auf der linken Seite. Ja, okay. Flinke Finger? Nee. Wo ist denn Schloss knacken? Takedown-Meister? Unter der Schuhsohle. Okay. Ja, wir nehmen das mal, würde ich sagen. Können wir auch Türen aufmachen und so. Ich glaube, das ist relativ viel. Wobei, stopp. Hast du schon? Nee. Ich glaube, das macht Sinn, wenn es nur einer hat, oder? Okay, pass auf. Dann muss ich dann auch was Tolles nehmen. Kannst du das bei was anderem reinballern? Gesundheitsboost. Deine maximale Gesundheit wird... Nee, das hilft uns beiden ja nicht. Was ist das? Primitiver Meister. Schnelles Nachladen, Ziele. Wechseln von Bögen und Schleudern. Okay. So, ich mach das jetzt mal. Kann sein, dass wir gleich erschossen werden, ne? Also, ich weiß nicht, ob denen das gefällt, ja? Lul. Yeah, nehmen. Oh, da ist Money drin. Nice. Sehr schön. Autoreparatur kann ich hier wählen. Ja, habe ich auch überlegt, aber eigentlich zerschießen ja die Dinger instant oder nehmen neues. Schwarzmarkt. Ja, Fernzünder und Annäherungsmolotovs. Können nun in Läden erworben werden, okay? Wir hatten auch eben tatsächlich ein Waffen-Upgrade, als wir das soweit freigeschalten haben. Also im Shop und so. Hallo, Amy. Amy Stout. Naja, dass wir neue Zugriff auf neue Waffen haben quasi. Ja, wir reden erstmal mit dem Boy, würde ich sagen. Ja. Ist er das nicht? Nee, hier. Achso. Hier, der Boy. Einen Moment. Deputy, ich muss dich was fragen. Hast du schon mal von einem Kerl namens Feeney gehört? Nein. Er war der Apotheker der Stadt. Viele haben ihn respektiert, hielten ihn für eine Stütze der Gemeinde. In Wahrheit war er nur ein Drogendealer. Feeney ist jetzt bei der Sekte, hat denen geholfen, Bliss zu erschaffen. Er soll oben bei den Jessop-Gewächshäusern sein. Da gab es einen wunderschönen Lichthof, bevor. Jetzt nutzt Feeney das, um sein Gift bevor. Zu machen. Überall nur noch Felder von diesen grässlichen Blumen. Also dachte ich, wenn du da zufällig vorbeikommst und seine Blumen verbrennst, ich wette, dann kommt Feeney bestimmt panisch angelaufen. Nice, Mann. Die Sünde des Vaters. Das klingt nach einem Job für uns, würde ich sagen. Ja. Jessup-Gewächshäuser. Wir haben ja auch Flammenwerfer am Stizzle und so. Alles cool. Hast du den Safe jetzt mitgeplündert hier? Ja, aber ich wollte jetzt nochmal kurz gucken, ob ich nicht irgendwas Spezielles für uns beide dann auswählen kann. Aber ich finde nichts. Achso, ja, mach das. Ich finde nichts, was uns beiden hilft eigentlich. Tja, außer, wenn dass aber ich so nicht so oft sterbe. Ja. Dann könnte ich ein paar mehr Leben nehmen. Schweißbrenner könnte ich verbessern. Gab auch so leise Sprinten und so ein Kram. Leise Sprinten, ne? Flinke das ist vielleicht Finger. Echt ganz nice. Ich springe ja doch mal rein und verrecke. Leiser Sprint. Habe ich gehört. Bewege dich in geduckter Haltung wesentlich schneller. Funktioniert auch in der Arcade, okay? Naja. Das ist was. Oh, hier wird erstmal schön Käffchen getrunken, Mr. Whitehorse. Ja, gönnen Sie sich, ne? Gucke nicht so. Bist schon draußen? Den Rucksack aus, ja. Okay, dann komme ich raus. So. Ja, so, wir müssen erstmal gucken, wo wir jetzt überhaupt ansatzweise hin müssen, weil wir haben bestimmt hier wieder kein gesponsertes, geiles Fahrzeug, ne? Ja, das war auch gar nicht so clever von uns, hier mal alles zu zerballern, glaube ich. Aber gut. Wie man es macht, ne? Wie man's wir gehen einfach auf die Straße und halten wieder einen Zivilisten. Ah, Helikopter! Was, echt? Ja. Ey, das wäre optimal. Wo bist du? Na, ich bin runtergelaufen, zur Straße. Stimmt, da stand ja letztes Mal auch einer. Stimmt ja, das ist optimal, weil wir müssen echt ein ganzes Stück fliegen. Möchtest du oder soll Passagier. Ich? Ah, okay. Komm, mach du ruhig. Ja, ich spring dann einfach wieder raus. Easy, so. Dive.
Easy life. Ja, yeah, Mann. Ah, die Helikopter. Hast du es markiert? Bei einigen Parts, ja, da hinten. Da, ne? Bei einigen Parts sah das noch ganz anders aus, ja. Wir werden wieder Fallschirm springen. Wir werden das nochmal probieren. Ja, oder? So. Ich weiß nicht. Ja, ich kann das nochmal austesten, ja, ne? Ich muss eigentlich mal funktionieren. Aber ja, du musst dann so landen, dass dich keiner angreift, dass du nicht auch noch stirbst und mich wiederbeleben kannst. Nein, wir machen das diesmal ganz smooth. Ja, wir hatten den Action-Teil. Und was brennt da denn, Alter? Holy fuck, wird ein neuer Papst gewählt. Wir hatten den Action-Teil und jetzt wird einfach nur smooth. Der Rest ist Parts, Alter. Wir hatten Boote sprengen, Boote verfolgen, Jump-Scare, Jump-Suit-Action. Völlig krank. Und jetzt einfach nur die smoothen Deputies hier, Alter. Es ist einfach nur. Es ist auch einfach nur schön, Digga. Kann ich mit dem hier auch ein Salto machen? Ist auch ein Flugzeug, ey. Sind einige Flugzeuge gerade rechts von uns in der Luft. Was? Ich weiß nicht, ob ich die feiere, Alter. Oh shit. Holy, was macht jetzt eigentlich so ein richtiger G, Alter. Alter. Du Gangster. Steigen sie in den schießt denn auf uns? Digga, lande, die schießen. Oh shit. Ich lande, Alter, ich gehe in Sinkflug. Ich glaube, wir sollten raus. Okay, raus hier. Gleitschop. Okay, ich gleite. Gleite, du Schwein. Ja, sehr gut. Oh, irgendwas ist gerade mächtig explodiert. Ich glaube, wir haben uns richtig entschieden. Ja, Freunde, wisst ihr, da will man einmal will man hier lässig und smooth. Ne? Und dann kommt irgendein fucking Pistolenflugzeug-Scheiß. Ja, Face ist sauer, man merkt es. Wo bist du denn? Ich bin unter dir. Ich versuche gerade, unter dir hinzurennen. Ja, ich bin unter dir. Also hinter dir, unter dir. So. Versuch dir hinter... Das sieht sehr schön aus. Ja, läuft bei uns. So. Schön. Ja, aber es funktioniert an sich. An sich muss man sagen, hey, das klappt. Alter, diese Bliss-Scheiße. Weißt du, ich bin so froh, wenn wir im nächsten Ort sind und uns einen Bruder da befalten. Ja, stimmt. Die haben ja diese Seuche nicht, Alter. Ja, Alter, das ist einfach schön. So. Wo schießen die denn drauf? Wir sind da... Gar nicht gesehen. Haben. Alter, der hat einen Bazooka. Ja, krass. Jetzt nicht mehr. Dann wie eine Bazooka. Digga. Mieser Matschko. Oh, wer hat die getötet? Na, ich. Die war doch gar nicht böse, oder? Doch. Ich hab keinen Zivilistenkrieg angerechnet bekommen. Gut, die sind auch noch böse hier. Oh, shit. Wow. Ich bin gleich tot. The fuck? Was ist schon wieder VIP-Gedöns hier, oder was? Holy shit, das war mein letzter Verbandskasten. Shit, den hätten wir hochjagen müssen. Alter, ich hab auch keine mehr, stimmt. Fuck it. Alter! Oh, irgendwas habe ich weggeschmissen. Was? Wieso fallen hier Flugzeuge runter? Wollen wir bitte hier einsteigen und wegfahren? Oder ja, ist das schon das? Das ist das. Oh. Nee, wir müssen noch. Hunde! Alter! Hunde! Ey, es ist ziemlich gut, dass wir hier nicht lang geflogen sind. Das ist eine fucking Flugabwehrkanone da oben, deswegen wird die alles runtergeschossen. Alter Scheiße. Okay, ich glaube, wir fahren da hoch, Digga. Vorsicht! Okay, geh da raus! Die schießen mit Bazookas auf dich! Ach, das sind Bazookas. Das sind doch keine Flugabwehrkanone. Gut, vielleicht laufen wir lieber ein Stück. Ne? Ja, sind vielleicht nicht ganz so einfach zu treffen. Digga, ich dachte, das wäre so eine heftige Flugabwehr, stationäre Superkanone. Aber es ist einfach nur geisteskrank Bazookaschützenaffen. Ist die Frage, ob wir das dann hier nicht lieber schnell einnehmen sollten? Och, wir können gerne da mal rein. Das bringt uns ja auch nur wieder Punkte, ne? Eben, dann gucken wir uns das mal an, nachdem wir dieses Auto erobert haben. Oder seid ihr gut? Ich glaube, der chillt ein bisschen. Ja, der hat da Passagiere hinten drin. Ja, dann gucken wir hier jetzt mal rein. Das erklärt, warum wir auch so schnell gedroppt sind, wenn die hier von da oben mit Bazookas ballern, Alter. Dann taken wir davon natürlich nicht so viele Shots. Fick dich, du Penner, Alter. Geh down jetzt. Okay. So, Nummer 1. Oh, links kommen noch welche. Da ist auch irgendein Zivilist down oder was? Was machen die da? Ruft der Alarm? Nee, der hat den einen jetzt auf jeden Fall getötet oder niedergebracht. Achso, ja gut. Das, okay. Oh Gott! Junge! Diese Katze! Diese miesen Katzen. Also ich mag ja Katzen, aber auch nicht, wenn sie mir ins Bein beißen. Shit, ich hab Real schon meine Waffe gewechselt. So, jetzt aber. Geil. So. Hier liegt überall Scheiß. Was ist das denn hier? Eine kleine Gun, Muni? Haben wir jetzt wirklich alle getötet? Lesen. Das Bliss wird nicht ohne Grund an unterschiedlichen Orten gelagert. Es ist wichtig, dass wir das Bliss für die Zeit nach dem Kollaps getrennt von dem Bliss aufbewahren, das wir für Angels und die Wasserversorgung brauchen. Wenn jemand nach ein paar Extrafässern fragt, dann lasst euch das zuerst von Face absegnen und merkt euch gut, wer da fragt. Okay, das ist hier so echt Verteilungszentrale. Klar, wenn oben das Gewächshaus ist, dann ist das locker so Number One Verteilungsplatz. Ich glaube, wir haben alle, ja. Ansonsten hätte hier nochmal was schießen müssen, oder? Ich behaupte ich jetzt mal. Ich hab mich hier nochmal durchgesneakt, hier nach oben. Hier gibt's ja, noch Geld. Ja, was ist schon wieder? Josh. Oben auf dem Turm, oder was? Ja, ich bin jetzt hier oben drinne. Okay. Ich guck auch mal. Ich guck mal in den Turm rein. Mal in den Turm neilünzen, ne? Man kennt das ja.
So, hier ist wieder auch ein Feuertank. Schön, warum schießt man denn mit Bazookas und stellt daneben irgendeinen Popangastank, Alter? Das ist schon wieder Next Level Shit, wirklich. Oh, der Mond ist ja schön, Leute. Guck mal. Gut. Oh, so. Guck mal, der Mond. Ich sehe ihn gerade nicht. Ah, guck mal, ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Hallo. Das ist ja, wie wenn schön so groß, ne? Langsam so ein Sideboob entfaltet, Alter. Es ist wunderschön. So, kommen wir jetzt hier runter ohne. Oh, aua. Wir können erstmal noch höher. Ich meine, hier oben ist bestimmt auch irgendwas. Ich hoffe, kein Typ, der mit einer Bazooka auf mich zieht. Das wäre ein bisschen ungünstig. Da unten ist noch einer. Echt noch? Okay. Ein Stinktier. Runter. Runter gleich. Stinktier mit einer Bazooka. Man kennt es, Alter. Man kennt es. Ja, hier ist noch Muni, ist auch ein Rucksack. Granatengehäuse, bla, bla, bla. Ja, wir sind schon wieder auf 3200, ne? Das Safe-Knacken hat sich schon mal gelohnt, glaube ich. Krass. Krass, krass. So, hier oben können wir auch runterrutschen. Das mache ich jetzt einfach mal. Rutsch du mal runter. Ja. Oh, hier ist noch eine Lootkiste. Also lohnt sich oben zu klettern, würde ich sagen. Ehrlich? Shit. Ich glaube, ja, hier sind ein, zwei Lootkisten gewesen. Kann man mal machen. Kann man mal machen. Aber wenn du eh noch hast, ist... Ich hab genug. Gut. Mondrillen habe ich genug. Alles easy. Pfeiler okay. Dann haben wir ja auch gleich ein Auto. Dann fahren wir da noch hoch in die Richtung. Wo bist du denn? Da hinten. Ich muss dich erstmal mal finden. Ach so, ja. Ja, ich bin ein Freigeist. Ich bin sehr verwirrt. So. Möchtest du fahren? Ja, alles klar. Ja, kann ich mich hinten drauf hocken? Nee, ne? Doch, kann ich. Fahr mal. Vielleicht falle ich nicht runter. Bei mir sitzt du aber nicht hinten drauf. Was? Fuck. Doch, ich bin hinten drauf. Du kommst so hinterher geschlittert irgendwie. Was? Warte, ich muss hier erstmal rausmanövrieren hier. Passt das hier überhaupt durch die Metallblöcke hier? Ja, irgendwie passt das schon. Ja, irgendwie easy going. So, warte so. Mal. Ah, jetzt stehst du drauf. Okay, eben standst du nicht. Du bist so hinterher geslidet. Das sah auch sehr schön aus. Okay. Judy, gucken wir mal. Ich sehe die Straße. Wir müssen da hinten rüber. Wir müssen einmal hier runter und dann auf der anderen Seite wieder hoch. Okay, Jagdgebiet entdeckt. Ach, das waren die Augensymbole. Laufen wir da hoch oder gibt es hier irgendwo eine Brücke oder so? Oder gibt es hier irgendwo Assis, Digga? Hau sie um! Weg mit euch, ihr miesen Stinker, Alter. Tschüss. Fickt euch. Was mit dem? Gute Nacht! Ich glaube, die sind cool. So. Okay, nice. Wollen wir da dann rüber gehen? Ich sehe nämlich keine Brücke. Ja, können wir machen. Ich glaube, es macht Sinn. Sind die jetzt noch Gegner? Nee, da, der, ja. Der ist cool. Ach, der ist böse. Der hat jetzt beim Sterben gebetet? Ich glaube ja, ne? Ja, das ist noch mal klar, bitte. Das sind noch Prinzipien, Freunde. So, dann gehen wir da noch in die Richtung. Bis wir noch so 100 Meter haben. Alter, ich habe Körper gemacht oder so. Krass. Vielleicht ja, einfach die Munition, die neben dir eine schlagen ist. Nein, ich bin cool und habe Körper gemacht. Okay, krass, Mann. I really like that. I appreciate it, man. Sehr, sehr sick. So, laufen wir dann auf 100 Meter ran und können wir im nächsten Part schön Gewächshaus starten. Digga, läuft bei uns. So, ich komme hier nicht raus. Wieso nicht? Jetzt. Schau dich so an. Steigung, nur die Steigung, ja. Gut, war schon wieder Obliss, ne? Da ist die Steigung halt 10-mal so groß, habe ich keine Muni mehr. Oh, doch. Ich werde angeschossen. Das war warst du das? Ja, oh. Meine Muni wird ganz komisch gerade angezeigt irgendwie. Steht nämlich 0. Und ich schieß trotzdem. Sehr gut. Gangster-Shit, Mann. New Schießt World Gangster Shit. Ja, Mann, Luftgewehr Extreme, was los? So, da geht's bestimmt schon los. Project Eden's Gate. Judy, fast 100 Meter ran vorne. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part, dann mit Gewächshäusern und geilen Pflanzenspäßen. Ja. Bis dahin, haut rein. Show. Macht's gut.